Was ist denn jetzt so hier passiert? Wenn ich das gewusst hätte, dass ich hier bis jetzt hier rede. Also ich wollte zwar jetzt nach Hause, aber wie gesagt... Kann man hier mal fragen, was hier vorgefallen ist? Polizeiliche Maßnahme ist das. Und haben Sie hier einen Polizeisprecher irgendwo hier? Ja, der könnte sich an die Penny Chemnitz wenden. Ja, das nützt mir jetzt nicht. Ich will ja vor Ort wenden. Aha. Also hier werden Leute festgehalten. Ja, hier wieder oder immer noch Zwönitz. Ja, das hätte natürlich keiner gedacht, dass es hier noch irgendwelche Zugriffe gibt. Das ist schon traurig. Traurig, 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 was hier in diesem Lande alles so möglich ist. Hundertschaften müssen da hier angekarrt werden. Natürlich, sonst hätten sie ja nicht so lange durchgehalten. Logisch. Also, das ist wahr geworden, was ich vorhin gesagt hatte. Also, ein paar Leute sind dort hier gekrallt worden, wahrscheinlich. Was? Ja. Die sind schon alle drauf. Ohne Hände. Ja. Also, wie gesagt, das ist ja Wahnsinn. Aber das ist natürlich gang und gäbe. Das war in Limbach-Oberfrohna so. Das war auch in Dresden so, dass ein paar Leute. Dass über Leute gekrallt werden hier, also das ist eine Schande, was hier abgeht. Wahnsinn. Also, die wollen denn als Versammlungsleiter, wollen die denn... Als Versammlungsleiter, ach so. Weil der, der vorne links gelaufen ist, sagen die, das ist der Versammlungsleiter gewesen. Und deshalb wollen die den an die Kamera bringen. Das ist Wahnsinn. Das ist der blanke Wahnsinn. Also krampfhaft wird da hier irgendjemand in Verantwortlicher gesucht, das muss man sich mal vorstellen. Einfach krank hier, was hier in diesem Land, genau, alles friedlich geblieben. Einfach krank. Wahnsinn, ich hatte es letztens schon mal erwähnt, selbst zur Polizei müsste ja dann irgendwo durchgedrungen sein, dass wir Fachkräftemangel haben. Und wo soll der Leiter herkommen? Also wie gesagt, das ist eine Schande. Lasst euch den Humor nicht nehmen, auch so wenn es so schlimm ist. Ich habe einen Platzstuhl zu Hause. Genau. Also ich hab, weil es ja so friedlich war. Genau, genau so ist es. Ich habe zu Hause auch noch eine Aluleiter, habe ich auch noch zu Hause. Hätte ich noch mitbringen können. Auf allem, immer könnt ihr drauf gehen, weil es traurig. Traurig, was hier abgeht. Ja. Ja, das ist gut. Die Idee ist eigentlich. Genau. Schatz, müssen wir uns gönnen damit. Ei, ei, traurig, traurig. Also. Nein. So, also Realität hier in Zwönitz. Es werden sich hier zwei Leute, wie ich jetzt erfahren habe, werden hier gegriffen oder sind gegriffen worden. Angeblich die Leiter. Leider. Was hier abgeht. Nicht normal. War so friedlich, die ganze Geschichte. Ja, was ist denn das? Was soll denn das? Muss immer das passieren. Ja. 500 Leute auf den Endraum. Eine Daseinsberechtigung, genau so ist es. Und die werden eigentlich viel besser aufgehoben an der polnischen Grenze, weil da kommt das täglich, kommen so viele Leute hier rein, die hier nicht hingehören. Da hat ja der Oberindianer gesagt, wir haben Platz. Wir haben Platz, ja.
Da brauchen die die Leute. Ja. Frau Brescher, wir werden regiert von Norddeutschland. Ja, ja. Traurig, traurig, traurig. So, wir sind im Faschismus angekommen. Wie gesagt, 1933 wiederholt sich. Ja, genau so ist es. Gemeines, genau. Und ich war bei dem Pflegeheim. Hallo. Ja, glaube ich. Die Leute tun mir so leid. Ja, ja. Und können sich nicht wehren. Wir haben doch da immer dermaßen abgebaut. Ja. Abgebaut. Ja. Tun wir einfach leid. Keine Beschäftigung, ja. Nichts. Ja, ja. Aber es ist gut, dass es solche Helden gibt. Ja. Also, wie gesagt, wie ihr seht, die Polizei bekleckert sich hier absolut mit Ruhm. Traurig, traurig, was hier abgeht. Traurig. Man sagt, ob sie morgen in Zwickau und in Leipzig so mutig sind. Ja. Ich bin mir so leid geworden. Richtig. Die haben sich selber gewaschen, alles. Also, ihr habt es gehört, geimpfte Leute im Altersheim, die bauen unheimlich schnell ab. Also, die Botschaft hier aus Zwölitz. Traurig, traurig. Also, das Video werde ich auf jeden Fall auf Telegram hochladen. Ja. Genau. Die, oh, genau so ist es. Ja. Vergewaltiger, alles rennt hier frei rum. Und dann wird krampfhaft irgendwelche Leiter gesucht hier. Absoluter Wahnsinn. Wahrscheinlich, ja. Also, es gibt keinen Leiter, wir sind gemeinschaftlich. Genau, zumindest scheint das die Polizei zu glauben. Oder also ich habe auch gesagt, Meinung. Es sei eine Menschenfamilie, aber es sei bloß mir hier, ja. Die da drinnen nicht. Genau so ist es. Genau so ist es. Also was hier abgeht. Leider kann ich das auch nicht auf den YouTube-Kanal machen, das werde ich aber auf meinen Telegram-Kanal, auf dem Patrioten-Kanal senden und ich hoffe, dass das überall verbreitet wird. Ja, Wahnsinn. Wie viele Bullen stehen da gerade? 1, 2, 3, 4. Und ich hatte es doch gesagt, hier, das ist in Limbach-Oberfrohna so gewesen, da haben die nochmal ungefähr 20 Leute eingekesselt nach der Demo im Prinzip. In Dresden war das auch nochmal mit, da hatten sie sogar mehrere, das waren mal 1000, die sie eingekesselt hatten. Und in Leipzig haben sie das auch schon gemacht. Nach der Demo, genau. Ja, genau. Und das war sowas von friedlich. Die werden behandelt wie Schlafverbrecher, wisst ihr das? Ja. Ja. Und muss man sich mal vorstellen, dieser Mörder, der in Würzburg die drei Frauen umgebracht hat und noch etliche schwer verletzt hat, der kommt in die Klapse oder ist in der Klapse. Wenn überhaupt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und wenn er noch einen guten Psychologen findet, da kommt er dann raus. Ja. Dann, so krank, so krank. Und der Verbrecher, der die Kirche niedergemacht hat, da wird gesagt, der hat das dekoriert. Ja. Anders dekoriert. Was sind denn das für Verlumpen? Das ist nicht mehr normal. Und das ist die Kirche. Ja. Genau. Genau. Richtig, richtig. Die steckt da genauso mit drin, wie alle anderen Politiker auch. Ja. Traurig. Ja. Ja. Und da sieht man ja auch, wie die umgegangen sind mit den Kindermissbrauchsfällen. Das ist so gut wie nicht passiert, oder die haben sie mal versetzt. Das wird das immer wieder. Und da sieht man, wie krank diese das Richtung alles ist im Prinzip. Dass auch die Arschlöcher, die jetzt noch mit dem Arsch im Heim sitzen und alles so, denken, dass alles so ist. Traurig, nicht mehr kriegen. Traurig, traurig. Das ist ja. Ja, macht's gut, ja. So, tschüss. Kommt gut nach Hause. Tschüss. So, also, wie gesagt, jetzt mach ich mal. Drücke ich erstmal auf Pause und dann werden wir mal sehen. Und ja, jetzt lassen sie den einen jetzt zum Beispiel noch blasen im Prinzip, um den Alkoholgehalt zu kontrollieren. Also Wahnsinn, Wahnsinn, was hier abgeht in unserer Heimat. Traurig. Ja, also die zwei Leute werden immer noch festgehalten.
Und das sind von den Leuten, die wahrscheinlich dann einen Job gesucht haben, verdächtig gute Jobs. Aber das sind nicht verdächtig gute Jobs. Schämt euch, genau. Schämt euch, schämt euch. Euch, schämt 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 euch. So Leute, also hier werden immer noch die zwei Leute wie Schwerverbrecher behandelt. Muss man sich mal vorstellen, also die Polizei sollte sich was schämen. So, also gut, dass wir vernetzt sind. Also hier bei Rossmann bzw. Netto sind auch Leute aufgegriffen worden nach diesem friedlichen Spaziergang. Und traurig eigentlich, was hier abgeht. Und wir haben ja gedacht, es sind nur zwei festgesetzt worden. Und so wie es aussieht, sind es noch mehr Leute. Also angeblich wird ein Leiter gesucht und jetzt sind mehrere Leute hier am Würgen. Kann man mal bitte die Kamera ausmachen? Warum? Weil es ja Maßnahmen sind. Na und? Ja, die wollen aber nicht gefilmt werden. Krasse. Und da ist hier auch schon der Kamera. So, ja. Krankenwagen. Ja, das sieht ja gar nicht gut aus, wenn hier noch der Krankenwagen mit dabei steht. Hat es auch schon in der Geschichte gegeben, dass in Berlin ein Spaziergänger gestorben ist, nachdem er bei der Polizei war. Das ist schon traurig. Also, ihr seht, die Polizei, die muss heute wahrscheinlich noch was abliefern. Traurig eigentlich. Man kann nur hoffen, dass sie sich früh in den Spiegel anschauen können. Traurig. Traurig, traurig. So, die Nerven liegen hier blank. Was ist denn mit euch? Ich krieg einen Platz vom Bund, will abhauen und ihr stellt euch wieder hinter mir. Meine Fresse! Ist der eigentlich ganz sauber? Meine Fresse! Ihr denkt auch, ihr könnt's oder was? Mach's doch! Kannst du aber machen. Also, wie ich jetzt gehört habe, im Prinzip ein Festgesetzter hatte ja Platzverbot, wollte gehen, jetzt wird sein Auto noch festgesetzt. Was hier abgeht, ich hoffe, dass die Polizei sich immer in den Spiegel schauen kann früh, möchte ich aber bezweifeln. Traurige Angelegenheiten hier nach einem friedlichen Spaziergang. Aber die Polizei muss wahrscheinlich zu Herrn Kretschmer, der in Quarantäne ist, was abliefern. Traurig, was hier so abgeht. In unserer Heimat, wo alle so gut und gerne leben. Alles nur noch krank, Leute. Nur noch krank, was hier abgeht. Also hier seht ihr, hier ist das Auto gerammt worden. Absoluter Wahnsinn. Der hat Platzverweis gekriegt und will hier weg. Und was passiert? Was passiert? Er wird festgesetzt. Und wie gesagt, nach einem friedlichen Spaziergang wird hier provoziert. Traurig.
einfach traurig, was hier abgeht in unserem Lande. Hier drüben scheint es auch schon wieder weiterzugehen. Was ist hier los? Was ist hier los? Hat aber nichts mit Polizeigewalt zu tun, Leute. Nicht normal. Nicht normal, was hier in unserem Lande abgeht. Ja, also das ist das Beobachtungsauto. Wie wir so gehört haben, ist natürlich, sind die Videos ausgewertet worden, wer relativ weit vorn gelaufen ist. Und die hat man sich jetzt natürlich gedatzt. Die Polizei sollte sich eigentlich was schämen. Ich hätte gerne mal Ihren Presseausweis und einen Personalausweis dazu gesehen, bitte. Ja, also wie gesagt, ihr hört's. Und das ist mein Presseausweis. Ich möchte gerne in der Hand haben, bitte. Dann, und einen Personalausweis dazu. Also ihr kennt das ja, Leute. Das ist halt so. Und ja. Ja, es werde Licht. Na. So, bitteschön. Ja, und für welches Institut? Muss ich Ihnen nicht sagen. Ja, das ist Ihr Ding, das kann jeder... Könnte ich meinen Ausweis mal bekommen wieder, oder... Das sind doch noch eine polizeiliche Maßnahme, ne? Oh, eine polizeiliche Maßnahme. Also das klingt ja wirklich gefährlich. Das also Leute... Nicht gefährlich. Was ist denn das? Das ist doch kein richtiger Ausweis. Das Ding hat doch irgendwie ausgedruckt. Der Presseverband ist irgendwo ausgedruckt. Geben Sie es mir doch mal in der Hand, bitte, das Ding. Also da ist extra so eine Sache hier dran. Wir prüfen das Ganze. Also, ja, also, und also hier sieht ja, wie hier, da werden Leute wie Schwerverbrecher im Prinzip behandelt. Haben Sie mich verstanden? Verstehen Sie deutsche Sprache ja, ne? Ja, aber dort, wo jetzt im Prinzip Vergewaltiger, die nicht deutsche Sprache machen, da fühlen Sie sich nicht so richtig... Wollen Sie mir jetzt meine Arbeit erklären? Ich möchte Sie bitten, jetzt das Film einzustellen, während Sie in der polizeilichen Maßnahme sind. Werden Sie das aus? Ich lasse das hier laufen und das ist gut. Ich sage es noch ein letztes Mal. Schalten Sie bitte die Kamera aus, während Sie in der polizeilichen Maßnahme sind. Das ist eine klare und deutliche Anweisung. Können Sie sich früh in den Spiegel schauen? Ja, natürlich. Ja, das... ja, also schalten Sie es jetzt bitte aus, mir eigentlich sonst alles. Schalte ich es aus. Gut, also wie gesagt, Polizeigewalt...